Was geht ab, meine Z-Fighter, Ozeri hier. Ohne japanischen globalen Dokkan Battle sind nun Allegri Simon 1 und 2 erhältlich und heute werde ich euch zeigen, wie ihr alles richtig macht, um sie auf 100% zu bringen, komplett Free-to-Play von 0 auf 100, denn es sind auch Free-to-Play-LR und dementsprechend kann man sie Free-to-Play auf 100% bringen. Um von einer Basis auszugehen, besprechen wir erstmal, woher man denn überhaupt Allegri Simon 1 und 2 bekommt und die Awakening Medals. Nun, Allegri Simon bekommt ihr aus dem Friend Summon. Sie droppen als S-Charakter und dort könnt ihr sie quasi für sie summonen. Schau mal ganz am Anfang Ratschlag von mir, lasst euch ruhig Zeit mit dem Prozess, die LR Great Simon auf ihren LR Shoutouts zu bringen. Weil sie sind ab jetzt immer endlich durch Friend Summon, die Events, wenn wir uns gleich betrachten, wo man sie bekommt, die Awakening Medals sind auch online, momentan bis zum 4. Oktober, aber auch an sich dann immer jedes Wochenende. Heißt, ihr müsst das Ding nicht an einem Tag machen. Es ist aufwendig, die LR Great Simon zu awaken, werden wir gleich sehen, und sie zu farmen. Aber dort erstmal von einem Punkt aussprechen, LR Great Simon 1 und 2 erhält ihr aus dem Friend Summon. Die Awakening Medals auf der anderen Seite bekommt ihr aus dem Hero Examination Plan Events. Das sind zwei Events. Dort droppen nämlich die Medaillen, um die Allegri Simon zu erwecken auf den verschiedenen Stages. Könnt ihr euch gerne hier mal ansehen. Und da gibt es bestimmte Bedingungen, was Team angeht. In einem Event könnt ihr nur ein Hero-Team nehmen, in einem anderen nur ein Villains-Team. Aber in der Beschreibung steht immer dran, was quasi welche Bedingung gerade aktiv ist, was ihr beachten müsst. Bei einem Mal müsst ihr quasi ein Heroes-Team nehmen und so weiter und so fort. Wie viele Medaillen wir genau brauchen, schauen wir uns gleich im Anschluss an. Nämlich zu der Frage, was brauchen wir denn überhaupt? Nun wissen wir, okay, wir bekommen den Charakter aus dem Friend Summon, die Medaillen aus dem Hero Examination Plan, aber was bzw. wie viel brauchen wir denn? Um es deutlich zu sagen, um es so zu sagen, ich gehe davon aus, dass ihr die LR Great Simon, und ich empfehle es euch auch, komplett Free-to-Play von 0 auf 100% bringt. Was braucht man dabei bei einem LR Charakter? Nun, wir wissen, LR Charakter kann auf SC20 kommen und wir brauchen ganz klar Dupes. Um die Dupe-Pfade zu öffnen, um sie auf 100% zu bringen und natürlich auch Orbs. So, hiermit brauchen wir dann insgesamt erstmal 24 SR Great Simon aus dem Friend Summon. Ihr müsst euch 24 Great Simon summonen und 24 ist auf jeden Fall viel. Deswegen sage ich euch, lasst euch auf jeden Fall Zeit, haut nicht da alles auf einmal raus. Vielleicht habt ihr auch nicht alle Friend Points momentan, aber mit der Zeit, wenn ihr dann ein Friend Summon machen müsst, zeigt Trainingspartner, weil ihr Trainingspartner braucht, oder Herkuschaut etc., dann droppen sie auf jeden Fall mit. Also lasst euch ruhig Zeit und nehmt euch Zeit. Aber im Endeffekt, am Ende des Tages, braucht ihr 24 Stück. Warum 24 Stück? Nun, wir wollen ja im Endeffekt zwei LR Great Simon haben, die wir auf SC10 bringen und sie auf den LR-Status erwecken. Warum zwei? Weil im Endeffekt werden wir dann einen benutzen für den anderen als Trainingspartner, sodass einer auf SC20 kommt. Wir brauchen aber noch vier weitere, um die Dupes zu öffnen. Und wenn es um die Medaillen geht, brauchen wir hier an der Stelle erstmal sechs Medaillen von jeweils Piccolo, Super Saiyan Goku, Super Saiyan 2 Vegeta, Super Saiyan Gohan und Kaioken Goku. Warum sechs? Denn wir müssen ja sechs Charaktere auf den UR-Status erwecken. Nämlich zwei werden wir von SR auf LR erwecken und vier die Dupes werden wir von SR nur auf den UR-Status erwecken, also ein Awakening vollführen, damit wir die quasi ab der Stufe als Dupe benutzen können. Heißt, wir müssen erstmal alle sechs Charaktere, die wir haben, im Endeffekt zwei auf SC10, vier Dupes, die auf SC1 sind, die müssen nicht auf SC10 bringen, einmal Awaken auf den UR-Status. Es ist ja bzw. dann UR und dafür brauchen wir, wie gesagt, sechs Medaillen von jeweils Piccolo, Super Saiyan 2 Goku, Super Saiyan 2 Vegeta, Super Saiyan Gohan und Kaioken Goku. Was wir danach brauchen, ist jeweils sechs weitere Medaillen von Super Saiyan Goku, Super Saiyan Vegeta, Super Saiyan Trunks und Super Saiyan Gohan und Majin Buu, weil dann müssen wir immer ab der Stufe dann die zwei, die wir noch übrig haben, die auf SC10 sind, auf den LR-Status bringen. Einer hat dabei die Dupes offen, der andere nicht, wie gesagt. Aber das gucken wir uns gleich genauer an. Alright, und zum Finale, damit wir die auf TOR sind, auf den LR-Status bringen, brauchen wir jeweils 10 Medaillen von Majin Vegeta, Physisch Majin Buu, Super Saiyan Goku GT, Great Simon 1 und Great Simon 2. Nun, diejenigen, die es auskennen mit dem Hero Examination Plan, die Medaillen droppen nicht immer. Sie haben eine Drop-Chance, die sind so bei 40-50%, heißt, das könnte auf jeden Fall aufwendig sein, sie halt zu erfarmen. Die Medaillen, die droppen nur, wenn sie kommen, jeweils einmal oder zweimal. Ein bis zweimal, sagen wir mal so, aber ihre Drop-Chance ist nicht garantiert. Deswegen könnte es auf jeden Fall aufwendig sein. Wir haben aber jetzt abgeklärt, woher wir die Great Simon bekommen, woher wir die Medaillen bekommen, wie viel wir von den Great Simon bekommen und wie viele von den Medaillen bekommen. Und jetzt, ganz wichtig, dass ihr zuhört, wie verfahren wir weiter, damit ihr sie von 0 auf 100% bringt. Weil jetzt haben wir quasi alle Ressourcen, die wir brauchen. Wie gesagt, nehmt euch da ruhig Zeit. Aber, um jetzt weiterzumachen, müsst ihr quasi erstmal, wir haben jetzt, was wir im Endeffekt haben, ist, wir haben zwei Great Simon auf SC10 und vier auf SC1. Das werden unsere Dupes. Die bringt ihr erstmal
erweckt ihr so weit, dass ihr sie awaken könnt, ein Dokkan Awaken vollziehen könnt mit dem ersten Medaillen-Set, was ich euch genannt habe, sodass ihr alle 6 auf den UR-Status bringt. Von hier an haben wir 2 auf UR, SA10 und 4 auf SA1. Ab jetzt schon, ganz wichtig, Freunde, dass ihr ab jetzt diese 4 als Dupe benutzt. Ihr müsst sie auch nicht diese 4 auf den LR-Status bringen, weil ab den UR-Status kann man Dupes benutzen, kann man das Hidden Possession-System benutzen. Also geht ihr dann ins Dupe-System und öffnet von einem, der auf SA10 ist, die Dupes. Die ganzen Dupes-Pfade. Heißt, wir haben jetzt einen, der auf SA10 ist, alle Dupes geöffnet hat, und einen, der auf SA10 ist, keine Dupes geöffnet hat. Ob ihn jetzt schon den einen, der Dupes geöffnet hat, auf 100% bringt, ist euch selbst überlassen. Wir gehen einfach mal davon aus, der ist mit dem Rainbow Star gekennzeichnet, damit wir wissen, okay, auf diesen müssen wir aufpassen. So. Wie wir jetzt danach weiterverfahren, ist ganz easy. Wir holen die Medaillen aus Set 2, die wir gebraucht haben. Die haben uns vorhin angesehen, welche wir brauchen. Und erwecken beide auf den TOR-Status. Jetzt haben wir TOR Great Simon 1 und 2 und jeweils einen auf 100% und einer auf SA10. Schlussendlich holen wir die LR-Medaillen, die wir brauchen, die letzten Medaillen aus Set 3 und erwecken beide Charaktere von der TOR-Version auf die LR-Version. Also haben wir ein LR-Great Simon auf 100% SA10 und einen anderen auf, also keine Dupes geöffnet, auf SA10 aber. Und was wir jetzt machen noch ganz am Ende ist, ganz wichtig, dass ihr den richtigen benutzt. Wir nehmen den, der keine Dupes geöffnet hat, als Trainingspartner für den, der alle Dupes geöffnet hat, beziehungsweise auf 100% ist, und bringen dann diesen LR, den wir quasi auf 100% haben, auf SA20. Und somit haben wir dann die LR Great Simon von 0 auf 100% gebracht, Freunde. So sieht das ganze Guide zu Ihnen aus. Falls ihr Fragen habt, lasst mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen. Wie gesagt, mein Ratschlag, lasst euch auf jeden Fall Zeit bei der ganzen Sache. Falls ihr nicht unbedingt ihn auf SA20 jetzt schon bringen wollt, dann könnt ihr euch genau mit dem gleichen Schema quasi 14 Stück holen, einen auf SC10 bomben. Hauptsache, wenn ihr sie, sobald sie auf UR bringen könnt, die alle Dupes öffnen, dann habt ihr im Endeffekt einen LR Great Simon auf alle Dupes geöffnet auf SC10. Ich würde euch aber dennoch nicht empfehlen, LR Kais in ihn zu stecken. Wirklich, man kommt ihn Free-to-Play auch auf SA20, deswegen habe ich das so gezeigt, wie ich es mache, wie es auch bei den LR Androids ähnlich war. Und ansonsten, Freunde, die sollte man die LR Great Simon auf jeden Fall unterschätzen. Sie finden ihren Platz am besten im Super Physisch Team oder im Majin Buu Saga Team als Supporter. Da machen sie ihren Job wirklich sehr, sehr gut. Man sollte sie aber auch nicht unterschätzen. Sie sind auch gut für das Super Battle Road, aber nicht unterschätzen in Sachen Damage. Ihr könntet bei ihnen auf jeden Fall ruhig auf Crit gehen, zum Beispiel Level 15 Crit. Oder wenn ihr euch sagt, nee, das ist ein Supporter, den gebe ich ein bisschen Dodge mit. Könnt ihr das auf jeden Fall auch machen, Freunde. Ist im Endeffekt euch selbst überlassen. Wichtig ist mir hierbei gewesen, wie ihr sie von 0 auf 100% bracht, was ihr achten müsst, wie ihr alles richtig macht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen Like und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done, next time you ain't won't be alright.